Ramadan, ein Monat von Anbeten, Dienen und Tätigkeit. Alles Lob gebührt Allah, Herrn der Welten, dem in seiner ehrwürdigen Schrift sagt, O ihr Gläubigen, euch ist das Fasten wie dem Menschen früherer Zeiten vorgeschrieben, auf dass ihr Allah fürchten möget. Ich bezeuge, dass es keine Gottheit da außer Allah ohne Teilhaber gibt und ich bezeuge, dass unser Prophet Muhammad sein Anbeten, Diener und Gesandter ist. Der sagte, demjenigen, der im Monat Ramadan aus dem Glauben heraus und der Hoffnung auf die Belohnung Allahs fastet, werden seine vergangenen Sünden vergeben. Und nun zum Thema. Ramadan ist der Monat der Güte, Frömmigkeit und Wohltätigkeit. In ihm wird die Belohnung der Taten vervielfacht und die Seelen werden aktiver. Deswegen stellen wir dir eine vorzügliche Sammlung von Hadithen und authentischer Überlieferungen vor, die von den verschiedenen Bereichen der Frömmigkeit und Güte handeln. Das Fasten ist eine der großartigen Elementarpflichten des Islam. Der Prophet, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, sagte, der Islam wurde auf 5 Säulen gebaut, dem Bezeugen, dass es keine Gottheit gibt außer Allah und dass Muhammad der Gesandte Allahs ist, dem Verrichten der rituellen Gebets, dem Entrichten der Zakat, der Bürgerfahrt und dem Fasten im Monat Ramadan. Fasten und Demut in Ehrfurcht gegenüber Allah. Allah, der Erhabene, teilt uns mit, dass das Fasten Demut in Ehrfurcht gegenüber Allah herbeiführt und dass das Fasten dem Menschen hilft, sich vor den Gelüsten der Seele fernzuhalten. Allah, der Erhabene, sagt, O ihr, die den Glauben verinnerlichen, vorgeschrieben ist euch das Fasten, wie es auch denen vorgeschrieben war, die vor euch gewesen. Vielleicht seid ihr ja demütig in Ehrfurcht gegenüber Allah. Das Tor der Fasten Ar-Rayyan. Von Sahl ibn Sa'd ist überliefert, dass der Prophet Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen sagte, wahrhaftig, im Paradies befindet sich ein Tor, das Ar-Rayyan genannt wird. Durch dieses werden am Tag der Auferstehung die Fastenden eintreten und niemand sonst wird durch dieses eintreten. Jemand wird sagen, wo sind die Fastenden? Daraufhin werden sie eintreten. Jemand wird sagen, wo sind die Fastenden? Daraufhin werden sie durch dieses Tor hindurchgehen. Und wenn dann der Letzte unter ihnen hindurchgegangen ist, wird es geschlossen und niemand wird es danach durchschreiten. Die Tore des Paradieses werden geöffnet, die Tore der Hölle werden geschlossen und die Satane werden in Ketten gelegt. Der Prophet, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, sagte, wenn der Monat Ramadan anbricht, werden die Tore des Himmels geöffnet, die Tore der Hölle geschlossen und die Satane werden in Ketten gelegt. Vergangene Sünden werden getilgt. Abu Huraira überlieferte, dass der Prophet, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, sagte, wer auch immer aus dem Glauben heraus und aus der Hoffnung auf die Belohnung Allahs im Monat Ramadan fastet, dem werden seine vergangenen Sünden vergeben. Ferner überlieferte über Abu Huraira, dass der Prophet Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen sagte, wer auch immer aus dem Glauben heraus und aus der Hoffnung auf die Belohnung Allahs den Monat Ramadan im Beten verbringt, dem werden seine vergangenen Sünden vergeben. Darüber hinaus überlieferte Abu Huraira, dass der Prophet Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen sagte, wer auch immer aus Glauben heraus und aus der Hoffnung auf die Belohnung Allahs, die nach der Bestimmung im Beten verbringt, dem werden seine vergangenen Sünden vergeben. Das Fasten ist Allahs und er belohnt dafür, wie es ihm bleibt, wie es ihm beliebt. Von Abu Huraira ist überliefert, dass der Prophet Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen sagte, Allah sagt, alle Taten der Kinder Adams gehören ihnen, außer dem Fasten, das mir gehört. Und ich werde es belohnen. Das Fasten ist ein Schutz. Wenn einer von euch fastet, soll er geschlechtliche Beziehungen mit seiner Frau vermeiden. Und er soll Streit vermeiden. Sollte jemand ihn angreifen oder mit ihm Streit suchen, soll er sagen, ich faste. Bei dem, in dessen Hand meine Seele ist, der Mundgeruch eines Fastenden ist Allah lieber als der Duft von Moschus. Der Fastende erfreut sich zweier Dinge. Wenn er sein Fasten bricht, freut er sich,
Und wenn er seinem Herrn gegenübersteht, freut er sich über sein Fasten. Von einem Ramadan bis zum nächsten. Von Abu Huraira ist überliefert, dass der Prophet Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen zu sagen pflegte, zwischen den fünf rituellen Gebeten und von Freitag zu Freitag und von Ramadan zu Ramadan gibt es Buße für das Begangene in den Zeiträumen zwischen ihnen, vorausgesetzt, es werden keine großen Sünden begangen. Ramadan ist zu euch gekommen, der Monat des Koran und der Reue. Lasst ihn uns zum Startpunkt der aufrichtigen Reue gegenüber Allah machen, damit diese unsere Sünden vergehen lässt und unsere Fehler und schlechten Taten auswischt. Da der Teufel im Ramadan angebunden ist und das Feuer der Gelüste durch das Fasten erloschen ist, ist die Macht der Neigung vergangen und die des Verstandes geblieben. Der Sünder hat keine Ausrede mehr. O Wolken der Unachtsamkeiten der Herzen, zerstreut euch. O Licht der demütigen Ehrfurcht gegenüber Allah und des Glaubens, gehe auf. O Seiten der Taten der Frommen, erhebt euch. O Herzen der Fastenden, fürchtet euch vor Allah. O Füße, der sich anstrengen, wirft euch vor eurem Herrn nieder und verbeugt euch. O Augen der sich anstrengenden, fallt nicht zu. O Himmel der Seelen, halte ein. O Blitze der Sehnsucht, leuchtet für die Liebenden. O Sinn der Wissenden, weidet. O Eifer derjenigen, die etwas außer Allah lieben, begnüge dich damit nicht. Wenn sich die Sündigen in diesen Nächten unterwürfig hinstellen und sich an die Geschichten der Entscheidung erinnern würden, wie o hoher Herr, Unheil ist uns und unseren Angehörigen widerfahren. Und wir haben nur Ware von geringem Wert gebracht, so gibt es uns dennoch volles Maß und gibt es uns als Almosen. Allah vergelt denjenigen, die Almosen geben. Dann würde er es ihnen bestätigen, keine Schelte soll es heute über euch kommen. Allah vergibt euch, er ist ja der Barmherzigste der Barmherzigen. Wer nicht im Ramadan bereut, wann bereut er dann? Wer nicht im Ramadan zu Allah, dem Erhabenen, zurückkehrt, wann kehrt er dann zurück? Wer nicht im Ramadan auf seine Gebete und Verpflichtungen achtet, wann dann? Wer nicht im Ramadan von den Sünden und Verfehlungen ablässt, wann dann? Die Zeit vergeht, die Tage eilen dahin. Und von einem Augenblick zum nächsten wandert der Mensch von der Erdoberfläche in die Tiefe der Erde. Die Spende hatten im Leben des Gesandten Allahs, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, große Bedeutung. Al-Bukhari und Muslim überlieferten in ihrer Hadith-Sammlung, dass Ibn Abbas berichtete, der Prophet war der großzügigste Mensch im Guten und am großzügigsten war er im Ramadan. Wenn er mit Gabriel, Frieden sei auf ihm, zusammenkam, Gabriel, Frieden sei auf ihm, kam zum Propheten in jeder Nacht des Ramadan, bis dieser starb. Der Prophet, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, legte ihm den Koran dar. Immer wenn er mit Gabriel, Frieden sei auf ihm, zusammenkam, war er großzügiger als der wehende Bell. Und der Prophet wurde gefragt, welche Spende die beste sei, worauf er sagte, die Spende im Monat Ramadan. Das wahre Fasten ist nicht das Ablassen von Speise und Trank. Es ist eine Schule, in der die Seelen dafür geschult werden, sich vom Erlaubten fernzuhalten, damit sie sich daran gewöhnen. So fällt es leichter, sich von den schlechten Dingen und den Sünden fernzuhalten. In einer Überlieferung steht, das Fasten betrifft nicht nur Speise und Trank, sondern das Fasten betrifft vielmehr Tüchtes und Reden über andere. Abu Musa al-Madini sagte, dieser Hadith erfülle die Bedingungen eines authentischen Hadiths
bei einem Muslim. Einige frühere fromme Muslime sagten, das Leichteste am Fasten ist das Unterlassen des Trinken und des Essen. Jaber sagte, wenn du fastest, dann sollen dein Gehör, dein Blick und deine Zunge hinsichtlich der Lüge und dessen, was haram ist, fasten. Ibn Rajab sagte, das Geheimnis ist, dass die Annäherung an Allah, den Erhabenen, mit dem Unterlassen der erlaubten Dinge erst vollständig ist, wenn man sich ihm mit dem Unterlassen dessen, was haram ist, angenähert hat. Daher folgt im Koran, und Allah weiß es am besten, auf die Erwähnung der Verbotes von Essen und Trinken für den Fasten tagsüber, die Erwähnung des Verbotes, ungerechterweise die Vermögen der Menschen zu verzehren. Es geht nicht darum, durstig oder hungrig zu werden. Es geht darum, sich zum Eilen um die guten Taten und zum Befolgen der Anweisungen Allah zu erziehen. Die Anweisung und der Vorzug des schnellen Fastenbrechens und der hinausgezögerten Mahlzeit vor dem Fastenbeginn ist eine Ermahnung für jemanden, der Herz hat oder hinhört, während er geistig am Wesen ist. Der Prophet sagte, meiner Gemeinschaft geht es gut, solange sich mit dem Fastenbrechen beeilt. Brüder im Islam, das Anbeten, Dienen und die Arbeit sind immer geknüpft, denn das Anbeten, Dienen ist Arbeit auf dem Wege Allahs. Der Erhabene sagt, und sprich, werkt, Allah wird euer Werken sehen und so auch sein Gesandter und die Gläubigen. Und ihr sollt zu dem Kenner des Verborgenen und des Offenbaren zurückgebracht werden. Dann wird er euch verkünden, was ihr zu tun pflegtet. Wer die islamische Geschichte sinniert, stellt fest, dass der gesegnete Monat Ramadan ein Monat der Arbeit und Produktion war bzw. ist. Vielmehr waren viele Siege und Eröffnungen der Muslime in diesem gesegneten Monat. Wie etwa der Sieg im Badr-Feldzug, dem Krieg zwischen dem Rechten und der Falschheit. Der Erhabene sagt, und da verhalf Allah euch bei Badr zum Sieg, während ihr verächtlich erscheint. Darum fürchtet Allah, vielleicht werdet ihr dankbar sein. Als du den Gläubigen sagtest, genügt es euch denn nicht, dass euer Herr euch mit 3000 herniedergesandten Engeln helft? Ja, wenn ihr geduldig und gottesfürchtig seid und sie sofort über euch kommen, wird euer Herr auch euch mit 5000 Engeln in Kampfbereitschaft helfen. Und dies macht Allah allein als frohe Botschaft für euch. Und auch, dass eure Herzen ruhig wären. Denn der Sieg kommt nur von Allah, dem Allmächtigen, dem Allweisen. Die Eröffnung von Mekka war auch im Monat Ramadan. Und in der modernen Zeit war der Sieg des 10. Ramadan bzw. des 6. Oktober der Ägypter. Als Allah Ägypten den Erfolg leihen mochte, sein Land zurückzubekommen, indem die Ägypter das Motto von Allahu Akbar, also Allah ist groß, hoben. Obwohl sie während des Kriegs fasteten, war der Sieg in ihrer Seite. Der Monat Ramadan ist eine Freude für jeden Gläubigen. Der edle Gesandte, möge Allah ihn in Ehren halten und ihm Wohlergehen schenken, hat sie durch folgende Worte ausgedrückt. Dem Fastenden stehen zwei Freuden bevor. Wenn er sein Fasten bricht, freut er sich über das Fastenbrechen. Und wenn er seinem Herrn begegnet, freut er sich über sein Fasten. Und das ist wirklich die passende Zeit für die Freude. Denn wie kommt es, dass sich der Gläubige nicht freut, während ihm ein Tor zum Paradies, ein Tor zur Vergebung seiner vergangenen und künftigen Sünden und ein Tor zur Rettung vor dem hohlen Feuer geöffnet wurde, während der Gutes-Wollenden gerufen wird, dass er näher kommen soll, aufrichtig näher kommt zum Herrn der Schöpfung
und zwar mit allem, was dem Diener Erfolg im Dies und Jenseits bringt. Dies ist zweifellos der Wunsch jedes Anbetenden und jedes Gläubigen. Warum soll sich der Anbetendienende auf den Beginn dieses Monats nicht freuen, während ihm eine göttliche Gabe zuteil wurde, um sich vor dem hohen Feuer zu retten und die Zufriedenheit Allahs, des Herrn der Welten, zu erlangen? Möge Allah uns zu denen machen, die den Ramadan über im Glauben und in der Hoffnung auf Allahs Belohnung fasten und beten. Möge er uns in diesem edlen Monat aus dem Feuer befreien.